Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich freue mich riesig auf den Frühling, ihr euch bestimmt auch. Und passend dazu machen wir heute eine super schöne frühlingshafte Flechtfrisur zusammen. Ich starte damit, dass ich mir drei Strähnen nehme und die dann immer unter die mittlere Strähne lege. Also ich flechte quasi verkehrt herum, wenn man das so sagen kann. Denn der geflochtene Zopf soll später wie auf den Haaren obendrauf liegen und nicht eingeflochten sein, sozusagen. Jetzt nehme ich immer von der Seite eine Strähne mit dazu und lege die dann unter die mittlere Strähne. Das seht ihr hier auch gleich. Der Vorgang wird dann immer wieder wiederholt. Das heißt, eine Strähne wird genommen und sich eine dazu geholt. Die wird wieder unter die mittlere Strähne gelegt und so flechten wir im Prinzip den Zopf ein. Der sieht dann aber so aus, als würde er oben drauf liegen. Und genau so wollen wir das auch. Und wie ihr hier jetzt an dem Zopf seht, sieht er auch nicht besonders ordentlich aus. Das muss er auch nicht. Ich finde, dass es auch ein bisschen immer so eine Lockerheit gibt, wenn der Zopf einfach nicht zu streng geflochten ist. Und deshalb ist es für mein Empfinden total okay, wenn der Zopf nicht hundertprozentig akkurat geflochten ist, sondern ein bisschen Leben da drin ist. Bei dieser Frisur ist es deshalb auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr mal die ein oder andere Strähne vergesst, an den Seiten mit aufzunehmen. Dadurch wirkt er einfach noch ein bisschen legerer und lockerer und das kann der Frisur auf jeden Fall nicht schaden. Ich nehme jetzt die Strähnen von den Seiten bis kurz nach hinter dem Ohr und jetzt seht ihr, dass ich den Zopf jetzt nur noch runterflechte, ohne noch eine Strähne hinzuzunehmen von den Seiten. Und ihr habt es bestimmt schon geahnt, jetzt ist die andere Seite dran. Und die flechten wir jetzt nach genau demselben Prinzip. Drei Strähnen, die flechten wir ein paar Mal runter. Und da konntet ihr jetzt eben auch ganz gut sehen, dass die Strähnen eben immer unter die mittlerste Strähne gelegt werden. Und jetzt fange ich an, immer eine Strähne von der Seite mit hinzuzunehmen und die Haare schräg nach hinten runter zu flechten, genau wie bei der anderen Seite. Ich flechte es wieder ran bis kurz in das Ohr und dann wieder einfach komplett runter und befestige das Ganze mit so einem kleinen durchsichtigen Zopfgummi. Die sind sowieso immer super zu haben. Jetzt kommt der beste Teil der Frisur. Wir ziehen und zuppeln nämlich jetzt die Zöpfe auseinander, dass sie viel größer und breiter wirken, als sie eigentlich sind. Dadurch wirkt der Zopf auch ein bisschen unordentlich und auch nicht so streng. Ja, und da könnt ihr euch echt richtig ein bisschen Zeit nehmen, das Ganze auseinanderzuziehen. Natürlich vorsichtig, nicht, dass die ganze Frisur gleich auseinanderfällt. Da muss man immer so ein bisschen ausprobieren und seine Erfahrung machen, wie toll man dran ziehen darf. Das kommt natürlich auch auf eure Haarlänge an. Aber ihr seht, der Zopf sieht jetzt viel größer aus und es sieht so aus, als hätte ich viel dickere Haare, als ich eigentlich habe. Generell ist das ein super guter Trick für gerade feines und dünnes Haar, um das Haar einfach ein bisschen voller erscheinen zu lassen. So, und die beiden Zöpfe wollen wir jetzt hinten am Hinterkopf befestigen. Dazu nehme ich wieder ein kleines durchsichtiges Haargummi, mache die Zöpfe fest und nehme die kleinen Haargummis unten von den beiden Zöpfen raus. Und am Ende twiste, also ich drehe den Zopf nochmal um sich selbst, der jetzt ja fest ist am Hinterkopf. Das seht ihr jetzt. Ja, und fertig ist die Frühlingsfrisur. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Erzählt gerne mal, ob ihr es gut hinbekommen habt. Und ja, wenn euch das gefallen hat, abonniert gerne diesen Kanal und bis zum nächsten Mal.